Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind mit Jatze in Tanglewood unterwegs. Hallöchen. Unser Geist ist der Fall Nummer 006. Wir haben Raymond Lee. Er reagiert auf Einzelpersonen. Wir brauchen ein Kruzifix. 006? Ja, Fall 006. Steht Fall 174. Echt? Ja. Okay, bei mir ist 006. Vielleicht fange ich wieder von vorne an, weil ich schon einmal durch bin. Du bist keine durch, Ahnung. Ja. Wir haben unter 25% Zen und entkommen den Geist während einer Jagd. 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 So, Jagd. Was Jagd. Der Strumpfdatzen ist im Haus. Im Teller. Ich habe schon wieder den Namen vom Geist vergessen. Ich hab mir den gar nicht angeguckt. Okay, Raymond. Ach, hier ist schon mal eine Tür auf. Oh. Er ist in der Garage. Kannst du mal aufhören, so einen Krach zu machen? Was sollen die Nachbarn denken? Warte, ich hol mal den Autoschlüssel. Alter, laut. Was ist das? Party. Bist du das? Lass doch mal, dass du das willst. Ich hab hier rumgedanzt. IMF2. Bist du sicher? Ja, hier Wie war viele IMF Punkte waren zu sehen? 5. Deswegen ist IMF2. Okay, dann. Weil ich rechne das minus 3. Nee, ist ja richtig. Ist ja richtig. Warst du das? Nee. Er war am Spind. Er spinnt. Pass auf, dann muss ich aber die Cam umlegen, ja? Perfekt. So, ich komme gleich wieder. Viel Spaß, ihr zwei. Schlaft schön. Ah, IMF5. Okay. IMF5. Ich glaube, er mag dich. Ah, nee, ey, bitte nicht. Wieder. So, los raus, Alter. Ein Dodge, ein Buch. Hi. Mhm. Wieso gehst du raus? Ich habe Angst. Warum? So, IMF5. Haben wir. Raymond! Was, warum, weil ich. Ich habe grünes Partylicht mitgebracht. Grünes Partylicht. Gib mir den Beat. Hinter dir ist was runtergefallen. Eine Dose. Hm. Ist ja skurril. Weiß auch nicht, wie sowas passieren kann. Ah. Raymond, schreib ins Buch. Orbs und Dots. Das war ja jetzt so, echt leicht. Wir haben den Reitschuh. Ja. Ja, okay. Das waren jetzt voll überfordert mit der Situation jetzt. Das waren jetzt 3,5 Minuten. Okay, ja, cool. Ich hole noch die Kamera, mache ein Foto von der Voodoo-Puppe und dann können wir den nächsten machen. Wenn du nicht drauf gehst. Nein. Nur Versagerstern bei Raymond. Note, deswegen gehe ich gar nicht erst rein. Mehr. Ich habe die ganzen Beweise Versager gefunden. Bist? Mhm. Ah, okay. Achso, und den... Ich hab jetzt die ganzen... Warst du das mit einer Flasche irgendwie Wasser? Okay. Ja, ich habe gerade was getrunken. Sorry, Bro. Ja, eigentlich ist das nicht zu entschuldigen, aber okay. Verdurst du, Alter. So, ich suche nochmal schnell den Knochen. Was war das für ein komisches Geräusch? Achso. Der Kühlschrank. Bounce, bounce, bounce. Bounce? Bounce. Meinst du, der Bounce kann mit dir reden? Was war denn unsere Quest? Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Oh. Erreiche einen durchschnittlichen Centini-Wert und entkomme dem Geist während einer Jagd. Hm.
Das sind schon alles ein bisschen Kackaufgaben. Ja, wenn man so oft gestorben ist in letzter Zeit und kaum noch Geld hat, sind das schon Kack-Quests, ne? Ja. Genau. Ich finde den Knochen nicht. Erhalte eine Antwort durch die Geisterbox. Achso, das sind die Kaufe ein Gegenstand im Laden. Naja. Schließe an. Nee, was? Schieße ein 3-Sterne-Geisterfoto. Erhalte ein 50-Plus-Belohnung für Fotos. 10 Fotos, noch, da kriegen wir $30. 10 Fotos? Ja, wir. Müssen das bewertete Fotos sein? Weiß nicht, hier steht, erhalte eine also Belohnung für Fotos. Wie viele Fotos haben wir schon? Steht da 40 von 50. Wie viele Fotos haben wir jetzt? Oh. Warte. 2. 2 Fotos mit. Und einem Foto Popper 3 Sterne. Und das andere weiß ich nicht, was du da fotografiert hast. Das ja, die Hauswand. Das wollte ich nämlich gucken. Ich bin tot. Mann. Aber ich mach noch das Geisterfoto. Hä? Ja, er kam von woanders. Ich hab grad hier im Auto IMF gehabt. Also, er kam nicht aus der Garage. Nur mal so. Ja, nur mal so. Ich hatte gerade IMF im Wagen. Ja, hast du immer, wenn's 5 ist. Im Wagen? Ja, IMF ist auf der ganzen Map. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen 3,5 Minuten, weißt du, um den Fall zu lösen. Und dann verrecke ich. Ich sag doch. Ach ja, apropos, ne? Was hast du gesagt, wer nur drauf geht? Die Versager? Guten. Nee, ich hab die Besten gesagt, bin ich mir ganz sicher. Die Versager hast du komm, Alter, du hast die Versager gesagt. Okay, machen wir wieder eine Doppelrunde raus. Wir gehen nochmal zurück nach Tanglewood. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen. So, bis gleich. Versager, ciao. Nix Versager. So, wir sind wieder zurück. Heute ist irgendwie der Wurm drin, ne? Ja? Ja, bei dir, du Versager. 3,5 Minuten habe ich da ermittelt. Da hatte ich den Geist. Und dann sterbe ich, weil ich ein Foto machen will. Das ist so frech. Und ein Versager bist. Wieso? Du hast gesagt, die Versager sterben bei dem. Nee, nicht bei Raymond. Raymond ist krass. Die Versager sterben bei... bei Judy Skinner. Eben hast du was anderes gesagt, du Eierkopf. Nein, Judy Skinner. Da sterben Versager. Hast du. Oh, ich hab kein Licht. Oh, hier ist ein Keks. Freu dich ein Keks. Hier ging die Tür schon, ey. Hier habe ich IMF. Hexenzirkel, Beschwörungszirkel im Keller. Wo? Ja, ich hab hier IMF 2 im Badezimmer gleich vorne. Aber keine Fingerabdrücke. Doch, Handabdruck! Okay. Da. Ja. Aber 14 Grad hier. 2 IMF2. Das ist aber mega warm. Also für. Ah, hier ist aber. Jetzt ist nicht mehr IMF. Aber Handabdruck haben wir. Aber einen Handabdruck haben wir. Fingerabdruck und IMF2 waren nicht. Fingerabdruck und IMF2. Mhm. Ich hatte kurzzeitig hinten in dem Schlafzimmer 10 Grad, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle. 10. 10. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? In welchen Raum? Hallo? Gib mir ein Zeichen. Ja, er ist hier. Ey, er ist der hier. Wandert. Ja. Er wandert, ey. Er hat eben den Spinter aufgemacht, den Wandschrank. Ein Wanderfuchs. Ein Wanderfuchs? Eine Wanderfüchsin. Wander. Die heißt ja Judy. Welchen Schrank hat er aufgemacht? In dem Schlafzimmer, den blauen. Ach, hier oder was? Achso. Ja, Handabdruck ist auch drauf. Na, ist er hier drinne. Hier ja, auch Handabdruck. Vielleicht. Alter. Nee, hier ist Handabdruck und hier an dem Schrank.
Möglicherweise, ja. Er geht hier. Oh, ihr mehr 5. Okay. Ich bin weg. Alter. Also, ihr mehr. Fingerabdruck und ihr mehr 5. Jo. Das ging ja. Brauchen wir nur noch einen Beweis, ne? Ja. Ja, hier mit 5 Fingerabdruck. Aber stehen halt noch viele zur Auswahl, ne? Ja. Hallo. Sieht nicht so aus wie Dots und Orbs. Der Schrank geht auf? Ja. Ja. Es ist so. Bestimmt das Buch oder die Box? Die Sonne geht auf. Aha. Ja, 3 Sterne Fingerabdrücke. Judy, kannst du mit mir reden? Alter, geht die Judy, ab. Judy, lass den Schrank zu. Kannst du mit mir reden? Wie alt bist du? Oh, ich hab gar kein Kreuz hier drin. Ich meine, die Dinger bringen sowieso jetzt in 90% aller Fälle nichts, aber. Ich muss mal kurz. Kacken? Gehen. Okay. Nee. Ja, geh mal kacken. Koten. Judy, schreib ins Buch. Judy, was machst du im Zimmer von Thomas Wilson? Ist er nicht auch schon gestorben? Oh, Judy. Hatte ich hier Temperatur? Mein. Oh ja. Das ging ja easy. Beweise. Gefriertemperaturen. Wir haben den Gin. Ich wünsche mir. Dem Ort den Strom zu entziehen, hindert den Geist daran, seine Fähigkeiten zu nutzen. Das heißt, wenn ich den Dots jetzt ausmache und den Strom auch, handelt der nicht? Was haben wir denn noch für Quest hier? Scheiße. Scheiße. Okay, wir machen den Strom aus. Gucken wir mal, ob das klappt. La 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 la. Ich dachte, ich habe ihn gehört. Judy! Kann ich hier auch noch ein Kreuz hinschmeißen, ne? Sicher, sicher. Gott! Oh, Foto vom Geist. Und die ist auf jeden Fall nicht aus dem Zimmer gekommen. Die war im Flur. Du bist schon fertig? Ja, ich, ist es ein Gin? Warte, was waren noch? Gefriertemperaturen. Und sie ist im Flur. Okay. Gewesen, eben. Hm?
So, dafür haben wir jetzt einen Zwei-Sterne-Geist und ein Foto von dir. Oh, bitte. Von mir. So, Abfahrt. Ja. Ich sehe nichts. Hast du eingetragen? Mhm. Schön, schön. Schön, schön. Der Geist war ein Djinn. Und ich bin nicht gestorben. Was ist denn? Bei mir spielt das, lädt das Spiel noch. Spiel lädt. Entschuldigung, ich wollte nicht spoilern. Jetzt. Und, was war der Geist? Ein Djinn. Oh, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hä, schießt ein Foto vom Geist? $5 nur? Okay. Hm. So, das war wieder eine weitere Runde Phasmophobia, wieder eine Doppelfolge. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sind das nächste Mal wieder da. Ihr seid das nächste Mal mit dabei. Ich hoffe. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.